Wir haben heute eine richtig coole Challenge. Und zwar sind wir mit dem Chipbike im Bikepark Linz unterwegs und schauen wir mal, was wir mit dem Gerät alles anstellen können. Viel Spaß damit! Also, wir starten jetzt mit einer richtig feinen Manual-Challenge ein. Und zwar da drüben bei der ersten Welle aufziehen, manuell, in die Welle, wieder manuell da oben. Dann gibt es ein bisschen eine Rechtskurve, unten eine Welle und bis in die 90-Grad-Kurve. Okay, first try, schauen wir da mal rein. Okay, bis daher wäre das Ziel. Zweiter Versuch. Let's go. Jawohl, sogar mit Crankflip. Nächste Challenge. Da außer 360 und nun gibt noch einen Sprung und da ziehe ich an. Schienen No-Hander. Ist ausbaufähig. Müssen wir nochmal machen. Wow. Alter. Na, es ist alles dreckig. Na, geleck. Woo! Der war ideal. Oder ein bisschen überdreht. Aber war cool. Also der war richtig fein. Und jetzt dann machen wir bei dem gleichen Sprung nochmal so eine kleine Weitsprung-Challenge da. Richtig bis ganz zum Schluss außen wippen. Die Impacts sind halt jetzt viel schwerer zu meistern, weil das Setup halt richtig fürs Trial eingestellt ist und es ist bockhart. Wo war ich? Ja, da unten. Ah, und wo warst du? Da. Ja, Alter! Ja, weiter auf, hallo! Ja, Alter, fahr ich da außen! Mir wurscht! Wow! Ja, der war! Ja, der war! Der war gar geil! Schau! Perfekt auch noch, gell? Oh, mit dem Setup ist das so schwer, weil es so hart ist und so schnell eingestellt. Also, wenn man von da hinten schaut, ist schon echt unfair. Man sieht es gar nicht auf der Kamera. Schau, da ist der Absprung. Bitte da. Und da ist die Linie. Und da bin ich her. Ja, eine richtig coole Idee. Und zwar fahre ich da oben einer, spring da außer, 180, land fake hier oben drauf auf dem Table. Und dann mit dem Free Coaster mache ich wieder quasi 180 eine und fahre weiter. Kann ja richtig steasy sein. Haha, Alter! Der war clean! Okay, wir haben eine kranke Idee und zwar: da rausspringen, No-Hander und im Manual landen. Der wird nicht ohne. Ja, Alter! Genau! Bah. Ja, wir wollen irgendwann einen Flip zünden, aber die Absprünge sind überall relativ flach. Aber ich glaube, der kann halt eventuell hinhauen. Man muss auf jeden Fall ziemlich ziehen. Bah, das wäre geil, Alter. Da ein Flip. Aber ja, probieren wir, dann probieren wir. Wir müssen jetzt schon hinhauen. Er ist relativ flach, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Gut? Ja,
Luca! Boah, wir haben da eine richtig feine Hip. Da wäre der Plan T-Whip. Das wäre aber so gestört, weil ich hab's noch nie auf einem Enduro gemacht. Jetzt muss ich erst einmal wieder Speed nehmen. Wow! Ja, wird schon, wird schon. Wow, wow! Holy shit, Alter! Wow! Also. Alter, der war so knapp! Wow! Wow! Oh mein Gott! Juhu! Juhu! Wow! Okay, ich bin einfach so hyped, Alter, das gibt's ja nicht. Boah, das taugt mir jetzt richtig, das taugt mir. Also, da oben ist eigentlich die Landung von einem Sprung, aber ich tritt von da ganz auf und habe einen richtig feinen Nose-Manöver. Yes! Also Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg oberwärts, weil da drüben fängt schon wieder an zu regnen und die Donner hört man auch schon, deswegen machen wir uns auf den Weg. Let's go! Boah, ist rutschig. Boah, nicht schlecht. Also Leilen, das war's von heute. Wir hätten auf jeden Fall noch eine Menge mehr geplant gehabt, aber es ist dann leider der Regen gekommen. Nichtsdestotrotz Leilen, wenn ihr einen zweiten Part sehen wollt, dann schreibt es gerne in den Kommentaren, lasst es uns gerne wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!